Ja, die Katzen brauchten eben auch nochmal so minimal Aufmerksamkeit. Wir haben nämlich gerade schon wieder drauf gelauert. Die dachten so, oh, ja, Mami kommt hoch oder Fräuchen kommt hoch und ja, wir können jetzt schmusen. Kann ich euch helfen? Nein. Noch nicht. Noch geht Fräuchen nicht ins Bett. Also was machen wir als erstes? Ich glaube, wir gehen jetzt erst in die Gruft, oder? Ich meine, Gruft wäre doch so das naheliegendste, oder? Die haben schon wieder Dreck reingetragen. Ja, wie können sie denn nur? Gut, okay, wir reden auch vorhin nochmal mit Julian. Jemanden zu schlagen. Seid gegrüßt, Hexer. Ich habe viel Gutes über euresgleichen gehört. Das ist ungewöhnlich. Meist behandeln mich die Leute wie einen Aussätzigen. Nicht in meinem Haus. Als Kind hörte ich viele Geschichten über einen Hexer, der meinem Großvater für einen Silbergroschen das Leben rettete. Das muss eine Weile her sein. Ich bin Geralt. Oh ja, in den alten Zeiten. Ich bin Julian. Es ist mir ein Vergnügen. Erzählt mir die Geschichte eures Großvaters. Mein Großvater, möge Melitele über seine Seele wachen, besaß ein Stück Land, ein felsiges, eisiges Tal im Norden Kovirs und ein verlassenes Kohlebergwerk ohne Kohle. Großvater sagte immer, in dem Tal sei ein Schatz verborgen. Er hat jeden Tag hart gearbeitet, um diesen Schatz zu finden. Anfangs nahmen viele seine Aufträge mit Freuden an und halfen, aber bald wurde jedem klar, dass Großvater verrückt war und es gar keinen Schatz gab. Als er 47 war, hatte er Rheuma und eine Sammlung Bobolax-Skalps über dem Kaminsims. Da ging er vor Gram überwältigt hinaus. Er verfluchte den Himmel und verwünschte alle bekannten Götter in der unflätigsten Sprache. Die Götter antworteten ihm. Ein schreckliches Grollen ertönte und eine Lawine stürzte ins Tal. Großvater kam wieder zu Bewusstsein, grub sich aus dem Schnee und sah etwas, das sein Leben veränderte. Das ganze Tal funkelte. Funkelte so schön, dass er fast die Bestie übersehen hätte, die stampfend auf ihn zukam. Großvater floh, aber nicht bevor er einen der seltsam funkelnden Steine aufgehoben hatte. Kurz gesagt, er entkam. Als er vom Berg herabstieg, begegnete er einem Hexer, der einwilligte, das Ungeheuer für einen Silbergroschen zu töten. Sie kehrten ins Tal zurück, wo der Hexer die Bestie erschlug. Der Hexer sah natürlich den Reichtum, der in diesem Tal lag, verlangte aber nicht mehr als den vereinbarten Groschen. Großvater vertraute ihm und wusste, dass früher oder später jemand kommen würde, um sich den Schatz zu holen. Denn der Schatz in diesem Tal war riesig, Geralt. Diamantenvorkommen, deren Abbau Jahre erforderte. Sie wurden Partner. Der Hexer beaufsichtigte die Arbeiter, tötete Ungeheuer und verjagte Banditen, während Großvater das Geschäft führte. Er ist eine Legende in Kovir. Und meine Familie ist wohlhabend und angesehen. Das ist die ganze Geschichte. Was gibt's Neues? Bald heirate ich Alina, die Tochter des Dorfbürgermeisters. Wir sind bereits mitten in den Vorbereitungen. Ich wollte nach Alvin fragen. Er braucht einen Vormund, der in Magie bewandert ist. Weder ich noch meine zukünftige Frau wären dieser Aufgabe gewachsen. Ja gut, das stimmt. Verstehe. Ihr solltet ihn zum Hexer ausbilden. Was? Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Nee. Vorerst behalte ich ihn nur im Auge. Geralt? Okay, wir können auf jeden Fall hier handeln. Aber ich glaube, von dir möchte ich nichts haben. Nee, das möchte ich behalten. Okay. Spieler. Kann ich mit dir spielen? Ja. Ihr spielt also gerne. Das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ich liebe jede Art von Spielen, in denen es um Risiko und Glück geht. Weibliche Spieler sind selten. Genau wie Männer, die so neugierig wie Waschweiber sind. Es tut mir leid, aber wenn ihr kein Interesse an einem Spiel habt, verschwendet ihr nur meine Zeit. Okay, ja gut. Spielen? Ja, wir spielen, ne? Oh Gott, um so wenig.
Ja gut, dann können wir auch den vollen Ansatz zahlen. Wenn sie noch was schaffen. Noch nicht mal ein paar. Mist. Ich wollte gerade sagen, der hat ja gar kein Paar, aber... Oder sie hat ja kein Paar. Aber hat sie leider. Nein. Das wäre jetzt blöd. Ja? Huch. Hä? Ich hab hier ein Prozess gewürfelt. Egal. Würfen einmal. Wenn wir jetzt einen kriegen würden. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen oder drei gleiche. Mal gut. Vier gleiche. Wir sollten eigentlich gewonnen haben. Also diese Runde. Letzte Runde. Drei Paare, okay. Wir setzen jetzt mal nicht. Das war aber natürlich schwierig. Hier. Vier gleiche. Wenn sie weniger hat. Ja. Haha. Dr. Sporn, hast du noch irgendwas zu sagen? Geralt? Was ist nach meinem Verschwinden in Vizima passiert? Weiß nicht. Ich bin kurz nach euch aufgebrochen, aber ich habe gehört, ihr hättet ein ziemliches Blutbad angerichtet. Manchmal ist es erforderlich zu töten. Nehmt es mir nicht übel, aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Na, Freude am Töten würde ich es nicht nennen. Die Salamandra und ihresgleichen haben den Tod verdient. Ich urteile nicht über euch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das tue ich. Geralt? Sagen wir es mal so, ich weiß tatsächlich, also, keine Angst, ich spoilere euch jetzt nicht, aber ich weiß, was am Ende von Witcher 1 passiert. Und ich finde das Ende von Witcher 1 sogar richtig gut. Auch wenn es halt so seine Marke hat, aber ich finde es echt super. Aufgrund dessen tätige ich gerade auch so ein bisschen meine Antworten. Also, im ersten Durchlauf, falls, sich da einer für interessiert. Auf YouTube ist auch auf meiner Startseite hier bei Twitch in den Infoboxen verlinkt. Könnt ihr auch das Let's Play dazu sehen. Ich mach selten Eigenwerbung, aber da seht ihr den anderen Spielverlauf bei einige andere Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Da war ich zum Beispiel halt eher bei den Ritter der Flammenrose als bei den Squirtle. Also das heißt Elfen und Zwergen, nicht eben. Wir sind nicht bei Herr der Ringe. Da seht ihr halt den anderen Verlauf quasi. In vielen Dingen sind sie gleich, aber in manchen Dingen halt auch nicht. Ja, hier entscheide ich mich halt wirklich so, wie ich es wirklich möchte. Und so, wie ich weiß, wie es endet, in der Hoffnung, dass ich es vielleicht abwenden kann. Also zumindest manche Punkte abwenden kann. Nicht alles. Wie gefällt es euch auf dem Land? Es ist wundervoll. Wein, Weib und Würfel die ganze Nacht. Ja, Wein ist super. Ich habe auch schon mit Wein gehe ich konform. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auch in der Provinz beliebt ist. Die Leute hier sind ganz wild darauf. Es ist unglaublich. Ich bin praktisch auch ein Profi. Geralt, ich will euch nicht enttäuschen, aber ihr müsst noch viel üben, um auf mein Niveau zu kommen. Lasst es mich versuchen. Ihr seid mir wie ein Bruder. Ich kann euch nicht das Fell über die Ohren ziehen. Kommt wieder, wenn ihr mehr Übung habt. Fangt mit Tobias Hoffmann oder Julian an. Ach komm! Ihr kämpft wie ein...
ein Mädchen! Gut, also wir können mit dir auch noch... Gut, wir spielen erstmal nochmal. Hä? Ach, Quatsch. Können wir nicht. Gut, dann gehen wir erstmal raus und gehen jetzt Richtung Gruft, würde ich sagen. Okay, gut, schön. Warte mal. Eins muss ich mal kurz machen, glaube ich. Aktualisiere gerade mal ein bisschen was. Weil ich glaube, dass gerade was nicht funktioniert hat, was hätte funktionieren sollen. Meine ich. Deswegen habe ich gerade mal ein bisschen was aktualisiert. Gerät, hörst du auf, dich einfach bewegen, obwohl ich es nicht möchte. So. Warum glotzt ihr so? Wie gern würde ich einfach meine Waffe ziehen und einfach wahllos Leute umbringen? Mir fehlt Skyrim. Weißt du, wie schnell du in Skyrim tot wärst? Genauso wie du, Hühnchen. Dann hier noch ein Hühnchen. Da hinten ist es. Wahrscheinlich habe ich doch noch vorhin vom raus. Ah, nein, hier ist es. Da ist das Hühnchen. Genau das meinte ich. Genau dich. Wenn man in Skyrim nicht dafür umgebracht werden würde, wenn man ein Hühnchen tötet, ich würde dich töten. In Witcher kann ich dich leider nicht töten. In Witcher ist mir das leider verboten. So, aber wir gehen jetzt mal Richtung Gruft. Ich weiß tatsächlich, was da auf uns lauert. Aber... Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kennt ihr diesen Moment, wenn eure Mutter euch auf den Nerven geht? Echt? Ja, ich auch. So. Wo ging's lang? Wo ging's lang? Wir sind dran vorbeigegangen. Hier einmal lang. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gespeichert? Vor Uhrzeiten, oder? Ja, am Seeufer. Um 0.46 Uhr vor über einer Stunde. Ja. Ne? Gut, wir speichern mal. Wird Zeit, wird nötig. Kletterer. Da ist ein Kletterer. Ich wundere mich, dass die Kletterer tagsüber unterwegs sind. Die sind eigentlich nie tagsüber draußen bisher. Aber okay. Ich bin ja froh, dass es tagsüber wenigstens jetzt ein bisschen Beschäftigung gibt. Nicht so wie in den ersten zwei Kapiteln, wo einfach mal so tagsüber gar nichts los war. So Monster gleich null. Berenga, der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Verdammtes Hexerschicksal. Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Berenga. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung?
Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxer hier sein. Werdet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wesemir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Morhen gesorgt. Stimmt. Also wir sind auf jeden Fall bereit. Wobei, warte mal. Ihr habt es so gewollt. Haben wir einmal die Katze. Katze, Katze, Katze. Nein, Katze, Katze. Einmal und haben wir noch mal das hier. Das sind Bruxa. Also quasi so eine Art Vampir. War das nötig? Ich frage mich gerade, ob Berenga überhaupt was tut. Bin mir da gerade nicht so sicher. Könntest du aufhören, Gera zu verzaubern? Wir können halt erst was machen, wenn das Schwert nicht mehr durchgestrichen ist. Jetzt können wir erst was machen. Bitte. Feuer tut sein Übriges. Sui. Okay, machen wir das einmal. Einmal ganz kurz meinen Wecker für morgen stellen. Bevor ich es komplett vergesse. Gestellt und nun kann es weitergehen. Hier einmal nehmen wir noch was mit und hier, was nehmen wir eigentlich damit? Ah, die Altfangzähne. Okay, die können wir bestimmt dann später verkaufen. Schätze ich mal. Können wir hier irgendwas machen? Kiste. Wir nehmen auch ein bisschen mit. Hier, da ist gar nichts. Hier auch nicht. Okay. Huch. Dann mal hier lang. Gut. Guter Stil, aber nicht perfekt. Bei einer halben Drehung sind eure Lenden ungeschützt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht über Schwertkampf reden. Was wisst ihr über die Salamandra? Er kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, warum ich lache, Geralt? Nein. Ich lache über euch. Ihr seid ein typischer Hexer. Schnell, tödlich und so sehr von euch überzeugt. Unerschütterlich davon überzeugt, was recht ist. Denkt ihr, ihr seid besser als ich? Keine Ahnung. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. So ist es richtig. Der Kodex verbietet es. Passt auf, da kommen sie wieder. Also ich habe mir Berenga irgendwie anders vorgestellt. Also ich weiß noch damals, vor einem Jahr, zwei Jahren, wie ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich Berenga das erste Mal gesehen habe. Nur dachte, okay, das ist Berenga. Ich habe mir irgendwie anders vorgestellt. Der sieht aus wie so ein 0815 Salamander-Abhänger
Anhänger. So, hallo? Null spektakulär und den habe ich die ganze Zeit gesucht. Ja, gut. Ne? Also ich finde ihn jetzt nicht so, dass er als Hexer wirklich so einzigartig wirkt. Zumindest nicht so, dass man ihn wirklich durch die halbe Weltgeschichte jagt. Gut, aber ihr seht dann noch früh genug, was hinter seinem wahren Wesen steckt, sag ich mal so. Das ist ja jetzt erstmal nur so das, was man das hochgaukelt, sag ich mal. Wir müssen auf jeden Fall Berenga weiter folgen. Aber wir rauben hier nochmal die Bruxa aus. Wir nehmen hier mal Sarkophag. Teil einer Rüstung nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Silberring nehmen wir mit. Oh, Silberring. 9 bis 27. Machen wir das? Wir benutzen die Waffe zwar ähnlich, aber... Komm, machen wir. Das war zu einfach. Berenga, ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxae töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheilige. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Okay, wir müssen ihm auf jeden Fall weiter folgen. Warte mal. War das nötig? So. Es war nicht nötig, aber... Gegen dich haben wir, glaube ich, auch mal gekämpft. Okay, den Kampfstil mag er gar nicht. Dann halt den schnellen Kampfstil. Okay, jetzt ist er ganz weg. Ah ne, da hinten ist er. Also dieses Kampfsystem ist echt gar nicht mal so einfach. Vor allem gegen die Bruxa ist es halt so, dass eigentlich der starke Kampfstil am besten wirkt. Aber nicht anschlägt, wenn sie gewisse Aktionen macht. Leider. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Nutzlos. Können wir uns unterhalten? Von mir aus, aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Jetzt will er erst mit uns reden. Okay. Gut. Aber wir sehen uns dennoch vorher noch mal ein bisschen um. Denn ich habe ja ganz am Anfang ja gesagt, dass ich mich hier immer so ein bisschen umsehen möchte, bevor wir mit allem fertig sind. Man weiß ja nie, was hier so an Kisten, Truhen und so weiter lauert.
Hier ist auch nochmal ein Sarkophag. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Teil der neuen Hexerrüstung. Ich weiß allerdings nicht, was man da nochmal alles für brauchte. Ich versuche natürlich die Rüstung zu kriegen. Auch diesmal eine andere, als wie vorher hatte. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich die einfachste, die man erlangen kann. Was das an sich bedeutet, weiß ich natürlich so nicht. Ich versuche diesmal eine andere zu kriegen. Da werde ich mich aber nochmal drüber schlau lesen. Bis zum nächsten Mal. Es hat zwar noch ein bisschen Zeit, bis wir zur endgültigen Rüstung kommen. Aber wir sollten da trotzdem schon mal drauf hinarbeiten. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann bei den nächsten Teilen auch drauf hinarbeiten möchte. Weil in Witcher 3 kann man, glaube ich, 4 oder 5 Hexerrüstungen gewinnen. Glaube ich. Zumindest hat mir das mal jemand erzählt. Ob das aber stimmt, weiß ich nicht. Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten, dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodjanoi lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Vodjanoi, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus, dann ergibt sich der Rest. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch, auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Ha, wer weiß? Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Ja, viel Glück. Keine schlechte Idee. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodjanoi finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht.
Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Lebt wohl. Gut, ich möchte jetzt aber mal ganz kurz, also einmal speichern. Ich will jetzt einmal noch mal ganz kurz zum Abschluss das Spiel noch mal wechseln. Ich hoffe, das stört jetzt den einen oder anderen nicht. Ich würde jetzt entweder auf Among Us noch mal kurz wechseln oder auf Dead by Daylight. Ich weiß nicht, wo das Interesse bei euch jetzt mehr liegt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mal kurz in den Chat schreiben. Ob Dead by Daylight oder Among Us. Was euch lieber wäre. Weil das würde ich jetzt nochmal so zum Entspannen quasi für mich selber nochmal zum Abschluss spielen. Bevor ich jetzt halt ins Bett gehe. Oder euch an jemand anderen verfrachte, der vielleicht noch online ist.